Panasonic NV180ern und keiner davon ist ein Panasonic NV180. Das sind alles umgelabelte für den lokalen Bedarf. Und wenn ich schon mal anfange, Videorekorder zu filmen, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann muss ich Videorekorder filmen. Deswegen gibt es da noch Bonus-Content sozusagen, weil das sind nicht alle Videorekorder, die ich habe, das sind bei weitem nicht alle Videorekorder, die ich habe. Den Titel habe ich übrigens wieder von dem Kollegen aus dem letzten Video geklaut. Der sammelt nämlich auch alte Videorekorder. Der hat dann auch seine Sendung VC Armageddon genannt. Also. So. Fangen wir an. Cassette Recorder VRP30. Den habe ich aus dem Schrottcontainer und da hat er diese Abrisskante schon. Ich habe ihn jetzt gerade mal auseinandergenommen, weil er das Band nicht transportiert hat. Und da hat er einwandfrei funktioniert. Dann habe ich ihn wieder zusammen und bei der Gelegenheit auch die Feder eingehängt, die Seite hier hochpusht. Und das geht jetzt auch wieder, hurra. Und er hat funktioniert. Und dann baue ich ihn zusammen und testen und er transportiert das Band wieder nicht. Also habe ich eine andere Kassette genommen und damit geht's. Jetzt musste ich nur den ganzen dämlichen Titel nochmal neu eintippen. Also. Wie gesagt, das Display war bei einem Autounfall mit dabei. Das Auto ist ein Totalschaden. Das war allerdings auch, als es noch gefahren ist, schon ein Totalschaden. So. Noch viel drüber zu sagen. Ja, den habe ich aus dem Schrottcontainer. Grundig hier, den habe ich für einen 20er vom Flohmarkt zusammen mit dieser coolen Kamera, die ich hier gerade benutze, die diesen tollen Titelgenerator hat, und das Datum habe ich nicht eingestellt und natürlich ist auch der Titel wieder weg. Ich bin gespannt, was hier für ein Mist drin ist. Ne, alles leer. Er resettet also. Man sollte meinen, hier ist am meisten umgestaltet worden, aber tatsächlich beim NV180 sehen diese Schalter genau gleich aus und die hier sehen deutlich anders aus, sind aber bei allen anderen genauso. Nur beim NV180 nicht. So, aber die Tasten sind zumindest so gestaltet, dass sie in Grundix Produktline von damals passen. Ungefähr 85. Ich habe noch ein paar mehr Grundig-Geräte und die haben aus genau dieser Zeit und die haben alle diese Designphilosophie. Das passt also. Und nochmal, das ist ein Grundig VS120. Ach, da fällt mir gerade noch ein. Das war ja anscheinend nicht. Dieser Sticker und dieser Sticker, die waren hier drauf, den aus dem Schrottcontainer gezogen habe. Und die waren hier auch länger drauf, aber jetzt sind sie irgendwie nicht mehr drauf. Man kann auch so ein bisschen erahnen, wo sie mal waren. Aber naja. Dass der auf Stopp ging, ist wahrscheinlich passiert, weil die Fernsteuerleitung Wackelkontakt hatte. Oh, ich sehe gerade, dass diese Gummi-Nupsis fehlen, die die anderen hier haben. Tja. Was mit dem Grundig den benutze. Ach so, doch noch nicht ganz. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich hier. Die Kabel, die habe ich, damit ich den an Akkupack anschließen kann. Und unterwegs benutzen kann. Habe ich schon gemacht, mache ich immer mal wieder. Und ja, das Ding kam schon so. Das ist kein gehacktes Doppelkassettendeck. Das Ding kam wirklich mit einem Fernseher. Braucht TLC, aber es funktioniert. Der hat keine Markierungen auf der Oberseite, weil er zwar ein Sticker, dafür hat er das hier vorne und er macht ein paar ziemlich eklige Geräusche. Das passiert also, wenn man RTX einstellt, hat man keine Probleme mehr, bis auf, dass die Fernsteuerung nicht mehr funktioniert. Das muss also am Kabel liegen, weil das zwei Rekorder das Problem haben. Das ist unwahrscheinlich.
Also was passiert, wenn man RTX on? Von Blaupunkt habe ich unheimlich viele umgelabelte Panasonics. Die meisten von meinen umgelabelten Panasonics sind tatsächlich Blaupunkt. Und das ist Display und wahrscheinlich auch der Prozessor aus einem ganz normalen Panasonic Videorekorder. Der 7, also 8 Timer und ein wöchentlicher. Standardkrams täglich oder wöchentlich. Und dieser Tuning-Fortschrittsanzeige, aber der hier hat nur 16 Programmspeicher aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich hat er auch nur einen Antennentuner, kein Kabeltuner. Und das Netzteil gibt geile Geräusche von sich. Dafür benimmt sich die Fernsteuerung wieder. Und der Videokopf. Das ist nämlich ein typisches Problem, dass das Schmiermittel im Videokopf so ein bisschen schmierig wird und dann macht der tolle Geräusche. Das Problem haben die alle. Auch der letzte, zu dem wir jetzt gehen. Damit sind wir beim letzten. Das ist schon wieder ein Videokassettenrekorder VRP30, diesmal von Bauer. Und abgesehen von dem hier und dem Sticker da und dem geklebten Display, dass das Display noch heile ist, ist er ja wohl restlos identisch mit dem hier. Nur, der hat eine interessante Geschichte. Der kommt nämlich von Dr. Cassette. Oder Dr. Cassette. Ein YouTuber, der es mehr mit Kassettendecks hat und weniger mit Videorekordern. Aber der hatte 2 von den Teilen und keins davon hat funktioniert und ich hatte 3 von den Teilen und alle 3 gingen. Also habe ich ihm einfach meinen abgegeben. Bei ihm hat sich dann herausgestellt, dass er keine Zeit hat, um sich mit dem Krams zu beschäftigen. Dann hat er mir einfach beide geschickt. Der hatte nämlich das Problem, dass der Videokopf nicht angelaufen ist, Kopftrommel. Und was war's? Bin mal gespannt. Ich drück mal auf Pause. Durch diesen Gummifuß ist irgendeine korrosive Flüssigkeit ins Geräteinnere eingetreten und hat die Leiterbahn durchgeätzt, die direkt nebendran verlaufen ist, und das war die, die dem Videokopf sein Signal gegeben hat, dass er einschalten soll, beziehungsweise genau genommen sogar die Drehzahl vorgegeben hat. Und nachdem ich das gefunden und geflickt habe, lief er wieder einwandfrei. Das ist auch dasselbe Problem mit dem schlecht geschmierten Videokopf. Ich bin mal gespannt, vielleicht kriege ich alle 4 kaputt, indem ich versuche, sie zu reparieren. So, das sind jetzt die 4. Und wer denkt, das war's? Nö, das war's noch nicht. Hier haben wir noch einen Fischer. Ich würde mal sagen, das ist ein JVC. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, die Stopptaste ist kaputt, aber lustigerweise kann man immer noch draufdrücken, wenn es funktioniert. Im schlimmsten Fall kann man ihn ausschalten, das geht auch. Er spult die Kassetten nicht ganz zurück, ansonsten ist er voll funktionsfähig. Und sieht dieses Display nicht verdammt vertraut? Aber es ist ein umgelabelter Panasonic NV850. Die sind ziemlich weit gegangen mit der Anpassung. Nicht nur die Optik sieht anders aus. Sogar der Infrarotsensor ist programmiert, auf Philips IR-Codes zu reagieren. Und die verwenden ein anderes Protokoll. So, dann haben wir hier noch einen Blaupunkt RTV 810 Hi-Fi. Und wer denkt, das ist ein Panasonic, hat vollkommen recht. Das ist sowas von ein Panasonic. Der braucht Kondensatoren. Die auf dem Stereo-Modul sind alle ausgelaufen. Krackelt wie Sau. Ah, spielt nur Eigenaufnahmen ab, keine anderen mehr. Der ist recapped. Der hier ist recapped und refurbished und funktioniert einwandfrei. Dann haben wir hier einen
Chronik-Video 2000-Rekorder, der das Band einfädelt und sobald er fertig eingefädelt hat, fädelt er sofort wieder aus und bricht mit einem Fehler ab. Keine Ahnung, was das Problem ist. Hier haben wir tatsächlich... Ui. Eine VCR. Und natürlich habe ich auch hier Ralf Reichts drauf, einfach weil ich es muss. Der funktioniert einwandfrei, der ist Baujahr 78. Der Schalter bleibt nicht drin. Ich muss also irgendein Gewicht draufstellen. Dann haben wir hier noch einen Sharp, was ist das? VC3300. Der ist aus dem Rallye-Raum meiner Schule und die haben den entsorgt. Und da habe ich ihn mitgenommen. Kein Empfang über Antenne, nur Video. Aha, die haben einfach nur das Zeug ausgestöpselt, aber irgendwie ist die Stromversorgung für den Tuner kaputt gegangen. Und da ich mich nicht gut genug damit ausgekannt habe damals und heute zu faul bin und es sowieso irrelevant ist, weil es sowieso kein Antennenfernsehen mehr gibt, habe ich es nicht geschafft, eine 30 Volt, vor allem weil ich nicht wusste, dass das Ding 30 Volt braucht, Versorgung aufzubauen, habe das Ding einfach an die 12 Volt angeklemmt mit dem Ergebnis, dass der nur sehr wenige Programme gekriegt hat, aber er hat Programme gekriegt. Der tut sich sehr schwer mit dem Tracking Lock. Also bis der das Bild synchron hat, vergehen so 4-5 Sekunden und das Bild ist grauslich. Aber funktioniert und er nimmt auf. Hinter dem ganzen Turm haben wir noch einen Grundig 880. Der hat mechanische Probleme, sollte aber ansonsten laufen. Einen von denen hier. Sonic NV8610. Sag, dass du ein Nerd bist, ohne zu sagen, dass du ein Nerd bist. Ich habe alle Angry Video Game Nerd Folgen auf VHS und die habe ich fast alle mit dem hier aufgenommen. Ein paar mit dem hier. Und Weihnachten nehme ich die nächsten auf. Und der ist recapped. Also zumindest die lecken. Dass das jetzt ein bisschen dunkler ist. Ich bin ein Depp. Ich habe einen Testbildsender, bei dem man den Videopegel invertieren kann mit einer positiven Modulierung. Normal wollen die ja negativ moduliert haben. So, bei der negativen Modulierung sieht es nämlich so aus. Und das ist unser... Bin ich hier wieder an diesem Tonbandgerät. Und jetzt sehen wir hier den negativen Vertical Blank und jetzt drehe ich da dran. Und jetzt haben wir einen positiven Vertical Blank. So, das ist aber das Geilste. Ich habe jetzt die Grautreppe und da sieht man, dass es von links nach rechts tatsächlich dunkler wird, während wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein weißes Bild schalte. Ich glaube, ich übersteuere. Irgendwas übersteuere ich. Aber das Geile daran ist, wenn ich jetzt auf Gitterkreis stelle, so, hey, sieht das aus wie Window Circle? Ja, natürlich fehlen die vertikalen Linien, die brauchen ja eine extrem hohe Bandbreite. So, nun ist die Frage, wie sieht's aus, wenn ich es aufnehme? Wir erleben, dass er nicht aufnimmt. Ich habe aus Versehen beide auf Kanäle auf Aufnahme geschaltet und hier sieht man auch das vom linken Kanal, das heißt, tja, während dem letzten Versuch ist die Funktion aufzunehmen kaputt gegangen, ne? Nimmt nicht mehr auf. Tja, blöde Sache. Aber es würde wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie das hier. Hier haben wir ein Panasonic NV850 als Ersatzteillager. Und Autofokus ist an. Hier haben wir einen, kein Ersatzteillager ist. Ich habe sogar irgendwo noch die Originalfernbedienung dafür. Dieses VFD ist mal sexy. Oh, ich kann kriegen. Das sieht schon wieder so bekannt aus, aber der hier geht bis 32. Gar kein Vorhang.
Frage ist einfach mal geil. Scheinen da erstmal nicht zu kommen. Ja, die ist das bei sowas von geil. Anscheinend hat er mal wieder seine Dings, seine Daten vergessen. Na und hier, na was haben wir gesagt mit den Knöpfen, mit dem Knopfdesign? Oder Reisen. Stereoanlage hier ist auch aus der Zeit, auch von Grundig, sorry, ich kann nicht weiter ran, mein Kabel ist zu kurz. Hat auch diese Knöpfe. Was haben wir hier später was? 1640. An dem Grundig, da drückt man einfach hier drauf und ist übrigens lustig, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre es irgendwann auf 37 Uhr noch was gesprungen, dann auf 38 Uhr, nach 38 Uhr läuft es durch bis 39 Uhr. Oh, die Uhr hat aufgehört zu ticken, sehr schön, das macht er manchmal. Das Quarz schwingt nicht von der Uhr. Dann haben wir hier das nächste Problem, ich habe das Laufwerk kaputt gemacht. Unheimlich aufpassen, dass man die Kassette sauber einführt. Ja, aber das Coole ist, dass der unheimlich schnell eine Kassettenlaufzeiterkennung macht und er erkennt, das ist eine C2, 2-Stunden-Kassette. Und haben wir Hi-Fi? Ja, wir haben Hi-Fi. Was an dem Gerät nicht so geil ist, ist, dass wenn man von Tuner aufnimmt, haben die hier absolut keine Funktion. Das geht nur, wenn man von AV aufnimmt. Aber der läuft und er kann Longplay. Und er erkennt sie nicht gleich genau. Er erkennt, dass das nicht in Longplay aufgenommen wurde. So. Ich finde, er hat ein wunderbar leises Laufwerk, vor allem beim Spulen. Ich bin ja auch ein Depp. Alten Laptops, teilweise antiken Laptops und teilweise antikesten Laptops. Ist leider nicht Turing vollständig, hat aber ein Plasma-Display. Und ein paar höchst interessanten tragbaren Maschinen, von der die hier leider defekt ist, die hier funktioniert. Sitzen noch schwer erkennbar ein Grundig 2280. Stereo Video 2000 mit Longplay, ein Sony SLC6E und ein Vega SLC7E, zwei Betamax Maschinen, das ist das Nachfolgemodell von dem, aber als Vega gelabelt. Habe ich jetzt nicht so wirklich die Lust da ranzugehen und hochzuholen. Die haben beide dasselbe Problem, Capstan Lock funktioniert nur, wenn man sie auseinander nimmt und eine Weile laufen lässt, während man mit dem Oszilloskop sucht, woran das liegen könnte, dass Capstan-Lock nicht funktioniert. Das nervt. Und dann funktioniert es für ein paar Tage. Ach, und mir fällt hier gerade der hier auf, den habe ich ja noch ganz vergessen. Der Stolz der Sammlung, könnte man sagen. Der Stolz der Sammlung. Ein tragbarer Video 2000, bei dem habe ich auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ja, die Angewohnheit, dass er einfach mitten im Betrieb einfach ausgeht. Ohne erkennbaren Grund. Sowohl beim Aufnehmen als auch beim Abspielen. Naja, Philips. Kalte Lötstellen vielleicht. Irgendwelche Kondensatoren. Aber generell geht er. Und die Trickplay-Funktionen funktionieren auch. DTF geht also. Ja, das ist noch so ein Teil, was im Wert steigert.
So, für die, die meinen Bart noch nicht kennen. Ist inzwischen immerhin in Pension 3. Die klingen echt geil. Im Gegensatz zu Tecmo, unser Amp funktioniert bei mir auf das Kassettendeck, bis auf das es jetzt nur, dass es aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr angeht. Wahrscheinlich ist der Stecker nicht in der Dose. Aber hier ist ein Orion. Keine Ahnung, was für eine. Die Fernbedienung ist absolut notwendig, weil... Absolut notwendig, weil am Gerät geht gar nichts. Play, Aufnahmekanal rauf, runter, Stop, Eject, das war's. Rückspulen geht nicht. Wenn man es rückspulen will, muss man die Kassette bis zum Ende angucken, dann geht's automatisch. Vorspulen ist nicht, Pause ist nicht, Uhrstellen ist nicht. Braucht man alles die Fernbedienung für. Wie gesagt, ich habe den Ding im Originalkarton gefunden mit ziemlich vielen Betriebsstunden runter. Und seit der Analogabschaltung kann ich hier aus der Fernseh nichts mehr gucken. Ab und zu schließe ich mal das Raspberry Pi an und gucke ein bisschen YouTube. Eine ist praktisch Showroom Fresh. Den habe ich aus dem Schrottcontainer gezogen. In einem war sehr viel an, also sehr viel angestöpselt. Das ist dieselbe Anzeige wie beim 850. Das im Wesentlichen auch. Ich glaube, ich muss erstmal die. Ja. Hat aber noch nicht diesen 7 Programm, also 8 Programm Dingens. Aber wenigstens zweifarbig. Mit 12 Programmplätzen. So. Also die Klappe findet man selten, natürlich ist es ein Panasonic. Aber die Androckrolle sagt, dass der vielleicht 3 Kassetten gesehen hat in seinem Leben. Und wenn ich nicht gewesen wäre, würden die alle noch auf 0 stehen. Aber Programmplatz 1 steht auf UHF-Kanal PAN 30. Weil das Creativision Video habe ich mit dem aufgenommen. Hätte ich die hier vergessen. Hier haben wir noch 2 Video 2000 und ein VHS-Rekorder. Und wie wir sehen können, sehen die irgendwie fast gleich aus. Bei meinem 2280 ist das Bedienfeld auch genau so. Und das sind wieder genau die Tasten von. Version. Sehr großes Display. Der VHS ist der einzige von den dreien, der funktioniert. Hier ist noch ein NV850. Der ist nicht refurbished. Und hat auch ein paar mehr Betriebsstunden runter als der oben steht, den ich refurbished habe. Naja, was heißt refurbished? Funktioniert generell. Er frisst aber ganz gerne mal die Kassetten. Der zählt nicht. Ah, den hier habe ich vergessen. Interessant. Den habe ich vergessen. Ich kann auch schon sehen, der einzige Gummi, der noch funktioniert, ist der vom Zählwerk. Das ist ein CVC. Hand zum Vergleich. Intellivision, ColecoVision zum Vergleich. Triclomatic Multicard zum Vergleich. Die ich alles abspielen kann. Ja, wir haben in der Firma haben wir viele Familien.
Fahrer hat dein Vater, das ist ein JVC. Kenner erkennen, das ist ein JVC. Erste Generation, 70. Teuer, 70 oder so. Ich habe aber schon grüne LED und da war es nicht. Ich habe also bedenkt, dass eine rote LED nicht ja keine LED ist, sondern eine Glühbirne. Eine von denen ist letztlich ausgefallen, vor ein paar Jahren. Also vor nicht mal einem Jahrzehnt. Doch, wo ging die noch an? Also ein VS 310, das ist praktisch baugleich mit dem VS 380, den wir vorhin oben auf dem Dachboden im Betrieb gesehen haben. Nur, dass der kein Hi-Fi hat. Und auch entsprechend keine Anzeigen. Und er kann natürlich geht doch. Mit einer alten Straßenlaterne. Ne, wirklich, das ist eine alte Straßenlaterne. So, also, was haben wir als nächstes? NV333. Topplader von Logic. Mechanischer Tuner. Der fädelt das Band nicht immer ein, aber generell funktioniert er ziemlich kacke. Aber er funktioniert. Haben wir hier endlich einen Panasonic NV850, einen echten. Ist dasselbe wie wir haben wir schon dreimal gesehen, das Gerät, aber hier sieht man deutlich die Unterschiede im Design. Die Klappe existiert noch, was ziemlich geil und ziemlich selten ist. Habe ich aus dem Schrott gefunden. Fast kein Bild, gar keinen Ton. Ich habe die ganzen lecken Elektrolytkondensatoren getauscht und eine durchkorrodierte Leiterbahn geflickt. Ergebnis, schlechtes Bild mit Herringbone Patterns, Fischgräten. Und der dynamische Ton geht, aber kein Hi-Fi whatsoever. Er erkennt auch keine, er erkennt kein Signal. So, hier haben wir fast noch dann oben drüber, NV370. Hey, wo ist mein Sohn? Auch mechanischer Tuner. Im Prinzip die leicht modernisierte Frontlader-Variante von dem da. Sehr ähnlich wie der, den ich drüben habe, also praktisch eigentlich sogar identisch, bis auf dass der drüben einen elektronischen Tuner hat statt einem mechanischen, aber ansonsten sind die baugleich. Der hat interessanterweise einen Modulator auf Kanal 4, alle anderen haben auf Kanal 36. Dann haben wir diesen schicken Orion, den habe ich praktisch zeitgleich gefunden mit dem aus dem Computermuseum hinten, der mit dem hier fast baugleich ist. Der ist aber nicht Showroom Fresh, der hat schon ziemlich viele Betriebsstunden runter auf der Andruckrolle. Und die Knöpfe, die bröckeln auseinander, aber ansonsten funktioniert er. Wunderbar! Einer von meinen wenigen VHS-Rekordern, die problemlos funktionieren. Der hier hat diesen, und der andere auch, hat diesen tollen An-Aus-Schalter, der, wenn man sich schief anschaut, Wackelkontakt macht und dann geht das Gerät einfach aus und wieder an und manchmal nicht wieder an. Dann haben wir noch den, das ist ein Grundig Hi-Fi Stereo, den man sogar manuell aussteuern kann, wenn es sein muss. Und er hat VU-Meter, aber ziemlich dunkle und ziemlich kleine. Der funktioniert auch wunderbar, was, wie gesagt, bei mir selten genug ist. Aber das habe ich auch noch nie gezeigt, weil hier habe ich nämlich ewig nicht aufgeräumt. Mein Turm an antiken Spielkonsolen. Der Fernseher da oben hat Probleme. Abgesehen davon, dass die Bildröhre schon mega ausgelutscht war, als ich ihn gefunden habe. Aber hey, man findet nicht so oft einen Fernseher auf dem Sperrmüll mit der originalen Fernbedienung. Die passt übrigens auch bei dem hier. Das ist so ziemlich mein Lieblings-Retro-Fernseher. Der hat ein Wahnsinnsbild. Also, dann haben wir hier einen Commodore 64 Türkei mit einem Brotkastenboard. Aus irgendeinem Grund, der kam so ab Werk. Der war genau in dieser Übergangsperiode. So, das ist im Prinzip dasselbe Modell wie das da, nur mit einem Frontlader statt einem Toplader. Und im Prinzip ist es wirklich alles restlos identisch, bis auf dass sie halt einen Frontlader-Adaptermechanismus verbaut haben. So, und dann haben wir hier Master System. Amazon Arcadia, 2x Channel F, Atari 2600, Interton 4000, Mega Drive, PlayStation 1, nochmal zwei VC 4000, Grundig Superplay, Philips G7000. Wo war
bei Akro Multikarten sind. Nein, ich rede nicht von der vom Atari, ich rede von der vom Sherman Cap. Nie wieder. Wenn da ein Kabel abgeht, darf ich bei Null anfangen. Da haben wir hier einen Philips, ziemlich modern, ziemlich kacke. Hi-Fi Stereo, ausschließlich automatische Aussteuerung, steuert auf minus 20 dB aus, ist also ziemlich kacke. Ja, ein CDI, bei dem Ding finde ich die Klappe nicht mehr, seit dem Tiny Tower auf CRTs. Hier ist, das hier ist noch ein Grundig VS380, der braucht noch sehr viel TLC. Er zeigt Anzeichen von Leben, aber mehr nicht. Hier ist ein Beamer aus dem Millennium. Da unten ist ein Grundig VS640. Hier oben ist ein Grundig VS630. Die haben VPT, was ziemlich geil ist, aber keiner davon kann Stereo. Hier haben wir einen Hi-Fi Super Multi von Hersteller, habe ich vergessen. Ich glaube, es ist ein Sharp oder ein Sanyo oder so. Aber der kann Super Multi. PAL, NTSC, SECAM. Alles drin. Goldener Videokopf. Kann man natürlich nicht erkennen bei der Qualität hier. Was fehlt ist, diese komische Barren im Kassettenschacht, der die Kassette runterdrückt, wenn er sie einzieht, der fehlt einfach. Das heißt, wenn man eine Kassette einlegt, muss man irgendwas reinstochern, was die Kassette nach unten drückt, sonst ist nichts mit aufnehmen oder abspielen. Sonst gibt's Bandsalat. Bildstörung. Da oben ist noch ein JVC Hi-Fi Stereo, bei dem die Bandführungen auseinanderbröckeln. Hi-Fi und die Kompatibilität lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Der krackelt bei allen Aufnahmen, noch bei Eigenaufnahmen, es sei denn, man benutzt bestimmte Bandtypen. Also bei manchen Bändern krackelt er nicht, bei manchen krackelt er mehr. Der Löwe hier ist extrem geil. Um die Uhr zu stellen, braucht man die Originalfernbedienung und keine andere. Er stellt sie auch nicht automatisch, obwohl er definitiv mal genug wäre dafür. Der hat VPT im Titel-Editor und was richtig geil ist, wenn man VPT benutzt, nimmt er den Titel aus dem Videotext mit auf die Kassette auf. Dann weiß man, wenn man aus dem Urlaub kommt, was man aufgenommen hat. Das ist ziemlich geil. Unglücklicherweise glaube ich nicht, dass der funktioniert. Vielleicht funktioniert er ja wieder. Er hat ständig wandernde Fehler. Hier habe ich einen super billig Superbauer-RS vom Spermel. Den habe ich angetestet, er geht. Haben wir ein Sony VHS i8 Kombigerät und nein, der steht nicht zum Verkauf. Egal was ihr sagt, ich gebe den nicht her. Ich habe selber noch ein paar i8s und manche Leute wollen welche überspielt haben. Dann haben wir hier noch ein Toshiba. Da habe ich den Funktionsservomotor getauscht und der, ja, nö, ist ein zu langsam. Er hat die ganze Zeit wunderbar funktioniert und dann will ich ihn einem Freund schenken und dann plötzlich wollte er nicht mehr. War ihm zu langsam auf einmal. Davor ging es die ganze Zeit. Also das heißt, ja, der sollte funktionieren. Ja, hinter dem Scheiß kommt mehr Scheiß zum Vorschein. Das ist ein JVC, der hat so eine ähnlich geile Anzeige wie der NV870. Das ist auch ein super Multi. PAL-SECAM NTSC, aber eine von den Kopfscheiben ist offen. Also von den magnetischen Spulen, die den Videokopf koppeln. Das heißt, es funktioniert nur ein Videokopf und damit ist das Ding unbenutzbar. Der hier, boah, stoppt mit Mitsubishi, ein relativ neuer. Hi-Fi Stereo, der funktioniert halbwegs. Hat viel zu viele Gummiriemen dran für ein Gerät, das so neu ist und leichte Probleme. So, dann haben wir hier noch ein SEV 750 Hi-Fi von Blaupunkt. Das ist im Prinzip genau dasselbe, was wir oben haben mit dem 810er, nur dass der dieses Jogwheel nicht hat. Und aber irgendwie, wenn man sich fragen kann, ist das Display cooler oder nicht.
Und von dem RTV 810 habe ich noch einen, der ist von meinen Eltern. Und dann haben wir noch so einen super billigen Funai, einer aus der allerletzten Charge. Der funktioniert aber wenig. Ja, das ist eine Datenbank. Das ist der Originalkarton von dem, rechts von dem Rekorder aus dem Klo. Das sind dann furchtbar viele 1541er, ein paar Brotketten. Hier sind noch zwei Jiffy Dots, gemordete 1541er. Die beiden sind denselben Fehler entwickelt, nämlich sie funktionieren manchmal und manchmal funktionieren sie nicht. Und wenn sie nicht funktionieren, sie erkennen die Disk nicht. Also so komplett kein Signal. Es ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal so, ich glaube hier ist was, ich bewege mal so einen Halbschritt rum, dann ist es so, es ist keine Disk. Und ein paar Minuten später funktionieren sie einfach wieder. Noch ein C64er. Noch ein C64er. Ein Atari. Plus 4. Mehr C64er. Oder ist das ein VC20? Ne, das ist auch ein C64. Und das Ding. Hier sind noch genug Teile, um ein funktionierendes 1541 zu bauen. Und zwei Kassettenlaufwerke für Atari. Und ein original verpacktes 64. Hier haben wir ein Grundig 880 als Siemens 404 Not Found Stereo Video 2000 voll funktionsfähig. Unten drunter ein Philips VR2022 voll funktionsfähig. Und ein Grundig 770, erkennbar an den Trickplay-Tasten, die man hier nicht sieht, weil es zu dunkel ist. Als ich das letzte Mal benutzt habe, spielte er noch, aber aufnehmen geht nicht. Also er nimmt auf für ein paar Minuten und dann spackt er komplett ab.